So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Blaue Edition. Mein Name ist Takero und wir sind hier stehen geblieben in einem sehr, sehr blöden Cut. Ich weiß, sorry, war nicht geplant. Hatte ich auch nicht extra gemacht oder so. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Der Wanderer hier setzt noch Kleinsteins ein. Sein letztes ist aber ein Onix, Level 12 müsste es sein. Aber ich glaube, mit Turtle werden wir das da ohne große Schwierigkeiten komplett auseinandernehmen. Ne, Level 10 ist er. Schade. Umso mehr EP hätten wir bekommen. Aber gut. Wollte nicht. So, wir erreichen Level 18. Das freut uns. Takero besiegt den Wanderer. Locker, flockig. So, wir gehen jetzt nochmal hier oben. Hier kriegen wir nämlich einen Mondstein. Ich weiß zwar nicht, ob wir den benutzen werden im Laufe dieses Let's Plays. Aber gut, das ist ja einer der wenigen Dinge, die ich jetzt hier schon sagen kann. Ich weiß es noch nicht, einfach so, deswegen. Mal schauen, wir gucken einfach mal. Ein wildes Paras. Ich glaube, Paras hat hier aber nicht so gute Attacken, deswegen würde ich es nicht in mein Team packen. Ich liebe diese Musik. Ja, ist wirklich so, ich mag die Musik hier richtig gerne. So, gucken wir mal, wie sieht unser Team aus? Rapidgar, scheiße. Naja. Kämpfen wir gegen den Rocket. Och, ich will aber gerne den Erwachsenen auf den Wecker gehen. Ist doch ganz klar. Wir sind ein 10-jähriger Junge. Wir können ein komplettes Verbrecherorganisat locker flockig besiegen. Ist ja auch sehr logisch. Aber Hyperzahn ist sehr heftig. Ja, one hit. Down. Ja, wir sind ein bisschen schwächer als sonst. Merkt man sofort. Ja, der berüchtigte Hyperzahn. Der auch uns in die Knie bringt. Und er ist schneller als ich sogar. Das muss man auch noch bedenken. Leider, leider. Takero besiegt den Rocket. Ich wollte nochmal sagen, Takero. Wir besiegen Takero. Logisch. Ja, sehr logisch. Trotzdem, überhaupt wie die das so gemacht haben, finde ich das richtig cool. Deswegen ist Pokémon Rot und Blau für mich wirklich die beste Edition. Wie gesagt, wie die das so gemacht haben, finde ich genial. Das ist einfach nur ein Gameboy-Spiel gewesen, ne? Überhaupt auf diese Idee zu kommen, ist einfach nur genial gewesen. Oh, ein Pipi. Brauchen wir jetzt aber eigentlich gar nicht, ne? Pipi kann alles lernen, aber... Wäre mir das auf einen normalen Weg gegangen, hätte ich es sofort gefangen, aber wir brauchen es hier ja nicht. Hier brauchen wir nur 6 bestimmte Pokémon, mit denen wir hier durchspielen. Mehr und nicht weniger. Ja, das ist, schon sehr eindeutig. So, ein weiterer Rocket, der sich freut, gegen uns kämpfen zu müssen. Ich glaube eher weniger, aber... Egal. Ein Radfahrt, Level 13. So, Aquaknarre macht ein Ding. Naja, fast erledigt wenigstens. Wenigstens etwas. Ja, mit dem Rucksack-Tief war ich mir schon gedacht, dass er das einsetzen wird. Ah, wir müssen gleich einen Trank noch einsetzen. Wir haben leider noch ein paar Gegner... Na, ein paar Gegner nicht, aber wir haben noch einen Gegner zu erledigen. Immer so ganz knapp, ey. Gut, dass er nicht Supersteuer einsetzen kann. Ein Volltreffer war das. Gut. Das hier zieht mehr. Oh, wir erreichen Level 19. Takero besiegt Rocket. Ja, wir machen hier so ein bisschen Alleingang mit Turtle. Falsches Pokémon. So, 32 müsste reichen. Für die Kollegen da oben. Vorher gehen wir aber noch zu einem Zubat, das wir eh nicht brauchen werden. Level 10, yay. Dieses Pokémon brauchen wir einfach nicht. Es ist scheiße. Und eines der meistgenervten Pokémon. Ja. Wir müssen erstmal den Kollegen hier besiegen. Ein Slimer. Aquaknarre.
Oh, fast down gekriegt. Nee, der hat wehgetan. Aquaknorre! Auf Wiedersehen, Slimer. Ein Voltoball! Den müssen wir eigentlich schneller besiegen können. Aquaknorre! Aquaknorre! So, letztes Pokémon, Smogon. Kriegen wir auch down. Aquaknorre! Unsere Supi-Aquaknorre! Ist ja ganz klar. So, Aquaknorre! Immer das gleiche Wort, Aquaknorre! Und erreichen noch Level 20! Takiro besiegt den Streber, war ja auch klar. Und wir kriegen ein Fossil. Das ist dumm Fossil. Ist ein Kabuto. Das andere ist ein Helix-Fossil, da kriegen wir Ammonitas. Deswegen braucht man beide Editionen, um die zu tauschen. Die man jemals beide in den Eintrag bekommen, aber uns kann das hier komplett Schnuppe sein. Wir haben nämlich den Mondberg geschafft. Was für eine Leistung. Hier finden wir TM4. Das müsste, glaube ich, Megakick oder so sein. Das da oben ist eine Trainerin, die sieht zwei Paras und ein Parasek. Ich glaube, so auf 24 sind sie. Ja, ich liebe die Musik wirklich. Und die wollen uns alle über Bill reden. Das interessiert uns aber ganz eindeutig gar nicht. Nicht mal ein bisschen. Noch nicht mal ein bisschen. Kommen wir jederzeit wieder vorbei. Ja, mal schauen. So, ich will hier mal was ausprobieren. Ob wir überhaupt gegen die Kollegen hier überhaupt eine Chance haben. Pikachu ist Level 12, Mann! Ernsthaft, das schaffen wir niemals. So, das ist die zweite Arena. Ist eine Wasserarena. Ist hier auch ganz clear. Die Arena da drin, Mist, die wird schwerer. Ja. Level 16, wir sind 4 Level runter. 4 Level. Ja, ich glaube, wir trainieren noch mal ein bisschen. Ich wollte Donnerwelle einsetzen. Lass mich Donnerwelle einsetzen. Danke. Donnershock. Danke. Dass er paralysiert ist. Och. War ja klar, dass er mir noch einen Blubber reinbürgen durft. Klar, ziehen wir jetzt mal ein bisschen mehr. Yay, Pikachu erreicht Level 13. Muchas. Nein. Donnerwelle! Scheiße. Müssen wir wechseln. Taubsi ist unser Mann. Oder unser Vogel. Nee, ist klar. Zieh noch ein bisschen mehr. Ernsthaft, Mann, das ist 14. Die Musik ist doch einfach genial. Das müsst ihr mir sagen. Müsst ihr doch sagen auch. Also ich würde mal sagen, wir machen gleich mal erstmal einen Cut. Nach dem Kampf hier. Und Pikachu muss ich erstmal trainieren. Geht nicht anders. Sind leider zu schwach. Müssen noch ein bisschen trainieren. So, das darf nicht wahr sein. Doch, ist es aber. So, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Peace. So. Ja, ich bin jetzt kurz woanders gewesen. Ich habe jetzt Pikachu schon ein bisschen trainiert, aber auch nicht wirklich viel trainiert, weil der braucht schon verdammt viel EP-Punkte. Und naja, das wird jetzt noch lustig. Bestimmt. So, weiter geht's in dieser Arena. Gegen Goldini kommt er jetzt. Level 19. Pikachu ist jetzt Level 16 und wir haben Ruckzuck gelernt. Wow. Wusste ich gar nicht. War auf jeden Fall die falsche Attacke, die ich nicht einsetzen wollte. Donnerwelle wollte ich nämlich einsetzen. Ah, der setzt Superschall ein. Oh, das zieht doch schon mal ordentlich. Das zieht doch schon mal was.
Ist nicht mehr verwehrt, das ist gut. Donnershock. Und noch einmal Donnershock. Ja, wir machen es mit ein bisschen mehr Taktik. 451 AP-Punkte. So, ich denke mal, wir sind schon bereit für den Arena-Fight. Speichern wir aber zur Sicherheit nochmal ab. Einfach nur so aus Sicherheitsgründen. Speichern, yay. So, du musst... wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Und jetzt kommt erstmal wieder die geniale Arena-Mucke. So, Missy möchte kämpfen und setzt ihr Sterndu ein. Sterndu ist Level 18, aber nichts im Vergleich zu dem nächsten Pokémon. Ja, das nächste Pokémon ist richtig übel. Donnershock! Oh, Aquaknarre, das kann wehtun. Das hat wehgetan. So, Donnershock! So, wir erreichen Level 17. Cool. So, Starmie ist ihr letztes. Das ist verdammt stark. Nur so schon mal zur Information. Los, Taubsi! Setzt den Sandwirbel ein. Ja, wir könnten jetzt mit Attacken einsetzen, aber ihr seht schon mal, wie schammermäßig der Kollege hier draufhaut. Und der hat noch nicht mal Blubstrahl eingesetzt. So. Turtle! Es liegt in deiner Hand. Tackle! Ja, das hat schon mal was gezogen. Und der Sandwirbel hat hier wieder eine Taktik gegeben. Das ist komplett egal. Oh, jetzt haben wir auch daneben getroffen. Ja, es ist ein knapper Kampf. Wir sind Level 20 und er ist Level 21. Wir werden noch stärker, definitiv. Aber hier kann man sehr, sehr schlecht trainieren. Es dauert einfach zu lange. Deswegen habe ich Pikachu auch nicht noch mehr trainiert. Weil es echt sehr, sehr lange gedauert hätte. Boah, wir gehen... treffen so oft nicht. Ackerknarre. Guck mal, ob das mehr zieht. Ja, das zieht ein bisschen mehr. Und trifft häufiger. Sorry. Komm schon. Josh! So. Starmie wurde besiegt. 931 EP-Punkte sind für uns. Und wir besiegen Misty. Wow, du bist ja gut. Alles klar. Hier, ich überlasse dir den Quellort als Zeichen deines Triumphes. Chris gewinnt 20.779. Nein, Tagero. Lass alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehl gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen, wenn sie es wollen. Du kannst kleine Büschels haken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Das ist nämlich TM11, die Blubstrahlattacke. Die sie Gott sei Dank nicht eingesetzt hat. Ja, sonst hätten wir ein Problem gehabt. So, erstmal schön ins Pokémon Center gehen. Ja, unseren Orden haben wir schon mal. Jetzt haben wir schon zwei Orden, es fehlen noch sechs. Ja, guter Start auf jeden Fall. Ein sehr guter Start. So. Hier taucht leider Gary auf. Hi Tagero, du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens, ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeige mal, was du gefangen hast, Tagero. Wir haben momentan nur ein Pikachu und ein Taubsi. Das war's. Mehr brauchen wir auch nicht, um hier zu gewinnen. So, Tauburger ist als erstes dran. Level 18. Mal schauen, ob du gegen mein Pikachu Level 17 eine Chance hast. Boah, schon mal so viel gezogen. Donnershock. Hey, ein Sandwirbel. Donnershock. So. Abra kommt als nächstes. Da bleiben wir drin. Weil Pikachu die nötige EP gebrauchen kann. Und Abra nur Teleport einsetzen kann. Und das trifft uns nicht. Beziehungsweise es zieht nichts. Oh, schon paralysiert, aber... Ach, hier können wir einfach EP sammeln.
Hier können wir einfach locker flockig EP sammeln, wie wir wollen. Donnerschock und das war's. Ciao, Abra. So, Radfratz kommt als nächstes. Da wechseln wir zu Turtle. Einfach nur so aus Just for Fun. Turtle muss auch mal an Kampf teilnehmen. Auch ein bisschen EP sammeln. Wie gesagt, wir brauchen alle ein bisschen EP. Warum bringe ich Turtle Blubstrahl nicht bei? Ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass ich das einsetze. Ja, ich glaube, ich bringe ihn gleich noch Blubstrahl bei. Ich glaube, Blubstrahl bringt uns hier gerade mehr als was anderes. Windstoß. Bisasam. Sein Bisasam hat sich auf Level 17 begeben, aber es ist noch nicht entwickelt. Sehr logisch, ja. Muss ich auch sagen. Dafür kann es aber Rankenhieb und auch Rasierblatt. Aber Rankenhieb ist hier, glaube ich, eindeutig stärker. Jetzt setzt er das Egelsamen ein. Hätte er früher machen sollen. Jetzt war es das aber trotzdem. So. Ja, wir haben gewonnen. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinen Pokémon-Dex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémoniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's mal gut. Hau rein. So, und während er verschwindet, wollen wir Blubstrahl erlernen. Da Turtle diese Attacke definitiv gebrauchen kann. Wir werden dafür Blubber wegmachen. Blubstrahl ist eine sehr, sehr mächtige Attacke. Also im Moment ist eine sehr starke Attacke. Später wird das aber abgelöst. Durch andere mächtige Attacken. So, die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 besiegst, erhaltest du ein wertvolles Item, das ein Nugget ist. Nuggets sind verdammt teuer, wertvoll. Und bescheren uns 5000 Poké-Dollar, wenn wir es verkaufen. Ja gut, aber wir haben sehr, sehr viel Geld schon gespart. Daher ist das jetzt eigentlich nicht so wichtig. So, Donnerschock. Ja, das war ein einfacher Sieg. Wir erreichen Level 18. Cool. So, ein Hornio kommt noch dran. Bleiben wir drin einfach. Donnerschock. Boah. Ja, das macht's aus, wirklich den Level. Ja, ist klar, dass wir vergiftet wurden. Muss ja passieren. So, Takiro besiegt den einfachen Käfersammler. So, jetzt kommt der nächste. Nummer 2. Ja, wir sammeln hier schon recht schnell durch. Ich habe vor, wirklich alle Kämpfe, die ich machen werde, zu zeigen. Also ich kämpfe hier so gut wie gegen jeden. Nur wenn ich die Schnauze voll habe, dann natürlich nicht. Aber so kämpfe ich eigentlich gegen absolut jeden. Ah, ein Nidoran-Weibchen. Da wechseln wir zu Turtle. Aber sonst zeige ich wirklich jeden einzelnen Kampf, den wir hier bestreiten werden. So, Blubstrahl. Zieht am meisten. Ja, fast... Fast verletzt, fast besiegt, meine ich. Ah, oh, warum Rundenschlag? Scheiße. Falsche Attacke. Aquaknarre. Aber gut, auch den Besten passieren mal Fehler, ne? So, Takahiro besiegt die Göre. Und die geht. Wiedersehen. So, Nummer 3. Ich mach dich sowas von fertig, ja. Versuch's. Wenn du schaffst, herzlichen Glückwunsch. Los, Pikachu! Setz den Donnerschock ein! Na, 2 KP verloren. Noch einmal Donnerschock! Super. Rettan. Da wechseln wir zu Taubsi. Taubsi muss auch mal ein EP sammeln. Ist ja klar. Windstoß! Ah, fast down. Windstoß. Ja, Rettan sieht hier... Was? Seit wann lebt das? Wieso lebt das dann noch? Ich dachte, das wäre wirklich ausreichend gewesen. Dass es besiegt wurde. Dachte ich, aber gut. Anscheinend wollte er es nicht. Level 18 endlich. Hat lange gedauert, bis wir Level 18 sind.
So, wir kämpfen jetzt noch gegen das Level 14er Zubat. Das hoffentlich nicht allzu viele Schwierigkeiten bringen wird. Ach, die Musik ist einfach nur geil. Ich mag die Musik. Los, Windstoß. Kampf gewonnen. 162 EP und Teenager wurde besiegt. Hey, Taubsi entwickelt sich. Deswegen habe ich auch endlich gesagt. So, wir haben endlich ein Tauboga. Sieht es nicht geil aus? Ja, es ist, und es ist stärker. So, wir gehen weiter nach vorne. Ich will wenigstens noch die Nuggetbrücke schaffen, dass wir, bevor wir zum Pokémon Center gehen müssen. Ja, hoffen wir mal, dass das auch vernünftig klappt. Level 16er Taubsi. Meins ist Level 18 und schon weiterentwickelt. Yay! Dass es jetzt das überlebt hat, finde ich nicht so yay. Ruckzucki. Warum geht das daneben? Oh nein, jetzt macht er die Taktik Sandwirbel Smasher. Sandwirbel und ich kann nichts tun. Ernsthaft? Ernsthaft? Wirklich? Wirklich? Heftig, ey. Zweimal Sandwirbel und down sofort. Da muss man eine Menge richtig fettes Glück haben. Dass das einfach so reibungslos klappt. Respekt. Ich habe so viel Glück nie. Deswegen, man kann mich wirklich mit Gift, Schlaf und sonstigen Scheißzustände wirklich locker flockig besiegen. Und braucht sich noch nicht mal wirklich Mühe dafür geben. Ich habe wirklich ein wahnsinniges Glück. Oder wenn ihr Attacken einsetzt, wo die Genauigkeit runtergeht, keine Chance. Habe ich dagegen. Ich verliere sofort. So, Nummer 5 besitzt ein Mankey. Der schnellste Kampf. Müsste das werden. Setzt Mankey, Level 18. Stärkstes, aber trotzdem der schnellste Kampf eigentlich. Ein Pokémon down zu kriegen ist eigentlich recht einfach. Besser als zwei Downs zu bekommen. So, Turtle gewinnt. So, herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt, yay. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Chris erhält einen Nugget. Möchtest du auch Mitglied des Team Rockets werden? Unsere Gruppierung benutzen Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Glücklicherweise gibt es eine Rocket-Version von Pokémon, die ist aber verfickt schwer. Also, mal schauen, vielleicht, wenn ihr mich dazu bewegt, werde ich diese mal anspielen, um euch demonstrieren zu zeigen, wie schwer die sein kann. Blubstrahl. Unsere Pokémon sind durch die Kämpfe auf der Nuggetbrücke stärker geworden. Aber auch nur ein bisschen. Nicht wirklich viel. So, wir erreichen Level 22. Ah, du bist gut. Bei deinem Können würdest du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss sein. Ja, den werden wir auch hier noch treffen. Den ich wirklich besser finde. Der Boss ist cool. So, den Typen links machen wir noch gerade fertig, dann gehen wir zurück zum Pokémon Center. So, setzt Radfratz ein, Level 14. Kein Problem für Turtle. Blubstrahl, aber vorher kommt noch ein blöder Ruckzuckieb von ihm. Der Blubstrahl müsste jetzt aber setzen. Oder sitzen. Setzen, ja. Ich wieder mit meinem überkorrekten Deutsch. Blubstrahl. Ja. Und down. So, Takeriff besiegt Fortfinder, was kein wirkliches... nicht wirklich überrascht sein muss. Und jetzt gehen wir mal runter. Boah, richtiger Slalomlauf hier. Ja, wir summen auch die Musik. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. So, während die Gute uns unsere Pokémon heilt, werde ich jetzt mal den Part beenden.
und würde natürlich mal wieder meinen bekannten Spruch sagen. Wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Blaue Edition wieder. Bis denn und haut raus. Ciao und bis dann.